So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute ist eigentlich Mittwoch. Ich sehe aus hier wie so ein Biker, oder? Guckt euch das mal an. Voll so ein Biker hier, aber Hauptsache kurze Hose am Start. Heute ist Mittwoch, aber ich möchte schon mal ein Video für Donnerstag vorbereiten und ich habe die ganze Zeit gewartet, dass ein Mega Voltenso Raid aufgeht. Jetzt ist endlich einer gekommen und ich sehe schon, das Interesse ist sehr zurückhaltend. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall kein Interesse da, deswegen. Ich möchte trotzdem immer nicht einfach nur eine Grafik zeigen und sagen, das ist Voltenso, schiebt es euch sonst wohin. Ich möchte Voltenso trotzdem gerne vor Ort an der Arena raiden. 10 Leute einladen, wer Bock hat. Wer keinen Bock hat, dann halt nicht. Und ich sehe schon, viele haben keinen Bock. Wir stehen jetzt also hier am Pissedino. Das ist der hier, der Kollege. Guckt euch den an. Also der pisst gerade nicht, aber der heißt halt trotzdem irgendwie so. Das ist der Voltenso Raid. Da können wir jetzt mal hier drauf gehen. Könnt euch dir mal zeigen, wie der aussieht. Also mega Voltenso Raid. Denn ihr wisst, wir wollen einen mal machen zur Begrüßung. Genau wie wir das immer bei den legendären Raids machen. Und heimlich mache ich dann noch mehr, bis ich 400... Sind das 400 oder 800? Ich weiß es nicht. Bis ich auf jeden Fall die Energie zusammen habe, 200... Um den zu entwickeln, ich brauche aber 400, denn ich möchte das männliche entwickeln und das weibliche entwickeln. Und ich gucke dann immer, dass ich ein männliches 100er und ein weibliches Shiny entwickle. Oder ein Shiny 100er und ein weibliches... Ich habe komplett den Faden verloren, was ich gerade gesagt habe, egal. Das ist auf jeden Fall Voltenso. Wir wollen jetzt mal gucken, wer überhaupt mitmacht. Denn ich habe wieder im Community-Tab gepostet. Und falls jetzt noch ein paar Leute dazugekommen sind, muss ich die theoretisch auch noch einladen? Oh mein Gott. Neueste zuerst. Die sich eingetragen hatten, die ich gesehen habe auf dem Weg hierher, waren Jenaya, Skyraider, Chevy, Sarina, Lostlift. Einfach für den Algorithmus, okay. Dann Mickey B. Code kommt gleich, das ist aber schön. Emil hat sich eingetragen, Carsten, Fate, Grixt, falscher Code. Hab einen neuen Kommi geschrieben, ich habe schon gesehen, ich habe den Code geändert, da stand ein ganz anderer Name da. Habe auch keine Lust. Okay, bei Tiergeist Voldolos wäre ich am Start. Dich blockiere ich gleich. Hat der Raid einen Wetterboost? Ich habe keine Ahnung, sieht gerade nicht so aus. Hier ist der neue Code. Da Mega Voltenso, Mega Rex Blizzard und Frede. Ja. Frede kannst du vergessen, kannst du in die Tonne hauen. Mega Rex Blizzard, auch egal. Den Embra müsste ich noch adden und nochmal Mickey Brie. Dann gucke ich mal, ich add die fix noch schnell und guck, ob die dann im Raid mit dabei sind. Und würde sagen, wir sehen uns gleich. 6 Handys am Start. Ein paar Handvoll Leute lade ich ein. Und wir wollen heute Abend ja auch, ach, das sage ich gleich. Ich muss jetzt schon für morgen reden, aber das ist kein Problem. Wir laden die gleich ein. 4 Minuten habe ich noch und ich möchte natürlich noch was fangen zum Übergang. Hier saß noch so ein Penisfisch. Genau, Bruder. Nehm mal den noch mit. So, wir haben jetzt eigentlich alle eingetragen. Also ich habe noch 2 geaddet. Der eine hat angenommen jetzt mit seinem richtigen Namen. Der andere müsste jetzt eigentlich auch dabei stehen. Ich lege das mal hin. Gehe jetzt hier einfach mit allen rein. Dann kann ich euch auch nochmal die Namen sagen, die ich einlade. Auf dem hier waren sowieso 5, das hat geklappt. Auf dem waren es weniger. Hier ist der Emil, Skyraider, Sarina, Chevy Art, Jenaya, Bafomian, Carsten, Fad Grixt und Nacho Bacho lade ich trotzdem mit ein. Nacho Bacho hat den falschen Code geschickt, wollte gar nicht als Nacho Bacho mitmachen, sondern als Fade. Jetzt lade ich einfach Nacho Bacho und Fade ein, also kannst du jetzt aussuchen, ob du mitmachen möchtest oder ob du nur mit dem einen oder mit dem anderen auch noch. Irgendwo war die Frage auch, ob das Wetter geboostet ist. Wie gesagt, ich gehe mal nicht davon aus, ich habe es mir gar nicht angeguckt. Ich könnte ja nochmal aus der Lobby raus. Ich mach so. Dann gucke ich auf das Wetter. Sehe, es ist hier Sonnenschein. Bewölkt. Normal und Gestein ist jetzt geboostet, aber das ist ja hier Elektro. Hat also keinen Wetterboost. Weiß ich nicht, warum Wetterboost da wichtig ist. Kann man mir mal erklären. Ansonsten,
ich erwarte jetzt keine guten IV, ich möchte das jetzt einfach nur mal zeigen, damit man weiß, was man da so ungefähr nimmt. Es kristallisiert sich hier zum Beispiel Boden raus, Elektro, ihr wisst, in den Boden. Groudon ist ein guter Bodenangreifer, Knackra könnt ihr auch als Bodenangreifer nehmen, wenn nicht, kann auch Geowatz mit Bodenattacken ausstatten. Ihr könnt Stallobor nehmen mit Bodenattacken, Sumpex mit Bodenattacken auch. Fand ich damals als Bodenangreifer, obwohl es ja eigentlich der Wasserstarter ist, tausendmal genialer und überraschender. Habe ich also immer als Bodenangreifer genommen, gerade auch gegen Heatran. 10 Sekunden, 15 Leute, ich könnte mal kurz durchschauen, Sarina, Shenaya, Chevy Carsten, Sky, Emil, Nacho Bacho ist auch mit drin. Das hat also geklappt, also nicht nur Fade ist drin, Nacho Bacho ist gleichzeitig auch mit dabei. Wir ziehen jetzt hier durch. Dürfte jetzt nicht allzu lange dauern. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Design findet. Ich glaube an sich, vom Look her, finde ich, ist bisher ich will nicht sagen der hässlichste, aber der unschönste. Also die anderen Mega-Entwicklungen sahen alle immer richtig heftig, brutal und angsteinflößend aus. Ampharos, okay, war ein bisschen edel gehalten. Ach, ich bin so schön, guckt mich an. Mega Voltenso, weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so brutal oder so heftig. Wir werden das trotzdem auch als Shiny dann mega entwickeln. Wir werden das 100er mega entwickeln. Wir werden gucken, dass wir das vielleicht sogar auf Level 50 ziehen. Ich muss mal schauen, wie viel ich habe an XL-Bonbons oder irgendwas. Wenn nicht, dauert das noch ein bisschen. Es ist ja momentan eh das Elektro-Event. Da könnt ihr ja noch Bonbons sammeln. Ist jetzt hier noch 70 Sekunden tot. Knackrack hatte sogar Wutanfall. Das hat nicht mal Drachenattacken gehabt. Also ist eigentlich komplett egal. Wir gucken mal. Theoretisch dürfte es auch als Shiny möglich sein. Bisher waren alle Mega-Raid-Bosse auch als Shiny verfügbar. Aus dem Raid. Ich drücke hier fix mal durch. Guck dann mal, was das Höchste ist, was wir dabei haben. 13-13. Ich gönne euch das einmal hier so. 13-13, 13-21, 13-23. 13-23 wäre auf jeden Fall das Höchste. Wir nehmen uns aber das. Laufen mal hier rüber. Versuchen den jetzt mal zu fangen. Ihr könnt euch dann gleich mal sagen, was das hat. Nämlich 13-12. 13-12, ihr wisst, wofür das steht. Nein, das hat sich so gebrannt, Marc, weil das jeder Dulli immer nimmt. ACAB. Muss man das sammeln? Das darf man gar nicht fangen, das ist verboten. Die Mega-Raids bleiben eigentlich immer recht gut drin. Ich glaube, da könntet ihr sogar einfach eine gelbe Beere jetzt nehmen und könntet da einfach zwei, drei Bälle drauf. Meistens sind die sowieso im ersten Ball drin, wenn ihr fabelhaft trefft oder wenn ihr eine goldene Beere nehmt. Zum Fangen ist das also eigentlich alles kein Problem, obwohl das ja 6-Sterne-Raids sind. 90 Energie habe ich schon, gab es ja auch aus den Aufgaben ein bisschen. Und ihr seht, 46 XL-Bonbons, das wird nichts. Da muss noch was her. 13-12 ist schlecht. Ihr könnt gleichzeitig jetzt aber nochmal hier reingucken. Wir haben nämlich hier noch ein paar. Ach ne, das machen wir, wenn wir Mega Voltenso entwickeln. Als Mega Pokémon. Da mache ich die Power-Ups noch. Da werde ich nämlich das 100er, was ich habe oder so, werde ich da ein paar Power-Ups drauf machen. Habe noch 5 Tage Zeit. Bis dahin muss das zweite Video kommen. Wir können auch ganz kurz einfach das hier, dieses 13-23. Ich stelle mich jetzt mal so rum. Ich nehme euch jetzt mal hier mit. Ich mache das mal so nach vorne. Wir werden jetzt mal, weil wir haben hier keine Bildschirmaufnahme drauf, das 13-23er noch fangen. Huch. Und einfach nur mal gucken, wie viel das hat. Oder wie gut das ist. Alter Beste, warum mache ich immer Bildschirmaufnahmen? Ich mache einfach so, Ego-Shooter, Ich-Perspektive. Ihr seht auch, ein Ball getroffen und ist drin. Im Pokédex registriert. Und
Es ist ja 15, weiß ich nicht, was das ist, 15:12. 15:11, ich glaube 15:12:15 ist also trotzdem immer noch schlecht. Irgendwas ab 13:30 oder so könnte vielleicht dann gut sein. Den Rest packe ich mir jetzt hier noch ein. Den Rest nehmen wir nämlich wieder mit nach Hause. Werden dann zu Hause fahren. Und wie gesagt, dieses Video nehme ich am Mittwoch auf. Wir werden das aber erst am Donnerstag raushauen, denn Donnerstagabend 18 bis 19 Uhr ist die Mega-Raid-Stunde. Das allererste Mal im Pokémon Go, dass es eine Mega-Raid-Stunde gibt. Und ich werde mal gucken, ich muss ja eh ein paar Mega-Raids machen mit meinem, vielleicht mache ich mit meinem Großen da auch ein paar mit, so dass ich halt die 400 Energie voll habe. Wenn ihr Bock habt, schaltet abends ein. Mega-Raid-Stunde mit Mega-Voltenso. Ich werde das als Raids für Zuschauer präsentieren, sprich, wer noch keinen Mega-Voltenso-Raid gemacht hat, aber gern einen machen möchte. Ich weiß, bei den Mega-Raids, es haben nicht so viele Leute Interesse, aber genau die, die Bock haben auf den neuen Mega-Raid, sollen eben dadurch die Möglichkeit haben, den auch mal zu raiden. Wir werden also die Mega-Raid-Stunde mit Mega-Voldolos hosten, das nutzen, dass sie da überall rumsitzen. Und ansonsten hat sich das eine Handy gerade verabschiedet. Das heißt, das ist mein Zeichen. Wir sehen uns heute Abend wieder, beziehungsweise wir sehen uns sowieso heute Abend wieder. Heute Abend ist nämlich die Raid-Mania. Und morgen Abend ist die Raid Stunde, aber beides sind theoretisch Raid-Stunden. Das ist, ihr wisst, wie ich das meine. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.